Willkommen zurück zu Sonic 2006, dem großen Finale, die Final Story. Seid gespannt, was passiert. Sonic! Finally, the seal is broken. At long last, I'll be able to join with you. Here, bless! Now, Chaos Emerald. It's time for the final curtain call. Is this because of that light? The Chaos Emerald has disappeared. What are you doing here? This is all so confusing. It's all because of Solaris. It seems we were all caused by the spatial distortion. Iblis's seal has been broken. Due to Mephiles's manipulation. Sonic!
think. Sonic! Mephiles played us all for fools. His plan all along was to cause the princess to be so consumed with despair that she'd cry. So that's why he wanted me to kill Sonic before. Solaris! This creature will consume all existing timelines, and time itself will collapse and disappear into nothingness. The instability of time caused this time-space rift. It won't remain for much longer. We've no time to waste! We've got to defeat it now! No, it is a transcendent life form that exists in the past, present, and future. Defeating it here, now, would do nothing. No, I won't give up. There has to be a way. If you say it exists in the past, present, and future, I'll destroy them all at once. Certainly. It might have been possible if he was still alive. What's the matter? I feel Sonic's presence in the wind. I don't think he's dead yet. I'm sure of it. It's not too late. Of course! Let's call him back with the power of the Chaos Emeralds. Focus your thoughts on using its power to perform this miracle. You can do it, Princess. I can? You were the vessel that was used to seal Iblis. You should be able to use the gem's power to rescue Sonic's soul. I'll do it. Solaris flung the Chaos Emeralds to the distant corners of this distorted world. To collect them all in time, we'll have to split up. I'll go too. Because it's for Sonic. So Elise, watch over him. End of the World, das Ende der Welt. Das war schon ziemlich geil mit den ganzen Zwischensequenzen. Also wenn Sega irgendwas versucht hat, dann Atmosphäre in die Final Story zu legen. Und jetzt müssen wir mit den anderen Charakteren die 7 Chaos Emeralds finden. Hier im Weltuntergang. Und das wird ziemlich schwer zum einen. Wir fangen an mit Tails in Crisis City. Und der Clou hierbei ist, dass die Welt ja langsam untergeht. Ihr habt es mitbekommen, Raumzeitgedöns. Und dass man, jetzt habe ich schon aktiviert, ne? Dass langsam hier überall solche Blasen, solche Kugeln auftauchen, bei denen man sofort stirbt. Den muss man ausweichen, aber das Blöde ist, da habt ihr eine gesehen. Die ziehen einen an auch noch. Wenn ihr in der Nähe kommt. Ich will das extra Leben haben. Dankeschön. Ziemlich viele da. Ich zeig's mal ganz vorsichtig. Die ziehen einen! Okay. Gut. Die ziehen einen an und wenn man sie berührt, sind wir down.
Diese komischen Adlerstatuen, nennen wir sie mal die Graf und Soliana. Die sorgen dafür, dass alles wieder normal wird. Aber Tails hat seinen Chaos Emerald gefunden. Sehr schön. Wir werden immer verschnaufen müssen, deswegen lasse ich jetzt diesmal halt bei End of the World, bei diesem epischen Ladescreen, die Ladezeiten drin, weil das wird immer schwieriger. Ich kenn's, ja. Ich habe es damals mehrmals gespielt, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Irgendwann, irgendeine Station bin ich mal abgekackt. Zweiter ist Omega. Warum ausgerechnet Omega? Das ist mir ein Rätsel, aber ist okay. Bei Flame Core. Eine Zone, die ich auch nicht sonderlich gemocht habe. Wow, hier ist was los. Schnell durch. Ich finde es aber eine gute Idee, oder? Was meint ihr? Also, dass man... Wow, da kommen sie. Ach du Schande. Ach, die Tür ist zu. Verdammt. Gegner besiegen, aber da steht mitten in der Kugel, Freund. Oh, oh, ihr merkt schon, je länger das geht, desto kaputter wird alles. Ihr merkt es an der Farbe. Gar nicht gut. Das ist... Oh, Omega, geh weg da. Das ist nicht irgendwie ein TV-Karten-Fail, nein. Das ist, weil die Welt untergeht. Und Raum und Zeit ebenfalls. Kannst du mal down gehen, bitteschön? Das Tor jetzt auf. Da habe ich noch ein One-Up gesehen, das ich unbedingt mitnehmen muss. Werde. Werden alles später brauchen, glaubt's mir. Aber das war direkt neben so einer Kugel. War das deswegen? Das wäre ja Selbstmord, wenn man da reinspringt. Schleicht sich ja beim Leben aus, ne? Deswegen einfach warten. So. Da sehe ich schon die nächste Statue einfach hinbegeben. Da sind wir auf der sicheren Seite. Bin voll angespannt. Omega, die Nummer 2, da komme ich nicht direkt, da muss ich hier rüber. Und man sollte halt... Verdammter Mist! Man sollte halt schnell sein. Oh Gott. Hier ist viel zu viel los. Lava und Monster und überhaupt. Ach, in Bewegung bleiben. Keine Ringe mehr. Und da ist der Chaos Emerald, bitte. Okay, den haben wir ebenfalls. Gut, noch ohne Lebensverlust, aber ihr habt's gemerkt, das ist wirklich kein Spaß. Das ist sehr schwierig. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ich glaube, Knuckles kommt als drittes, der war noch am einfachsten. Aber was alles? Amy kommt ja auch noch. Oh Gott, ey. Gerade Amy, müsst ihr euch mal überlegen, die Schwache da. Hey, Chaos Emeralds. Ja, du bist ja der Experte, ne? Also, ich mag Knuckles. Wirklich. Ich mochte Knuckles schon immer. Wow, wenn er nicht gerade irgendwelche Mars Emerald Stücke sucht. Kam mit diesem Abenteuer ein bisschen selten zum Zuge, ne? Ich glaube, da sind wir schon. Perfekt. Das war der einfachste. Da haben wir drei. Da haben wir drei. Wisst ihr, wer der schwerste war? Der kommt jetzt. Silver. Ich glaube zumindest, der war ziemlich schwierig. Oi. Aber warum? Das war, glaube ich, die Wüste. Aber ich würde mich gerne irren. Verdammt. Ja, Shadow in die Wüste. Silver ist es. Ich komme schon durcheinander. Bei dem Abenteuer. Wohl nicht verwunderlich. Da oben seht ihr eine silberne Münze. Was zum... Okay, immer die blöde Psycho aufladen. Oh mein Gott. Das ist so unfair, ne? Also Knuckles oder Rouge brauchen auch keine, haben auch keine Leiste zum Schweben, ne? Ich meine, das ist ja was anderes, aber bei diesen Kugeln keinen Unterschied, wenn man von so einer Kugel wegschweben will. Gott, kommen wir da hin? Versuch's mit meinem Trick. Weil unten war ja Sand, also man kennt ja die Welten, wie man sie schon erlebt hat, mit den jeweiligen Charakteren. Wir waren mit Shadow da. Sonic und Elise. Bloß aufpassen. Boah, da wäre ich voll reingerast, ne? Um ein Haar. Schwindet alle. Ist auch blöd, wenn vor dir so ein Weltuntergang aufploppt, ne? Und du rast direkt rein. Die ziehen einen halt wirklich so an, ihr merkt das. Jetzt gerade, wie ich so weglaufe. So, jetzt habe ich mich gelöst. Jetzt ändern sich schon langsam wieder die Farben. Mit so einem unruhigenden Pink oder Rosa, wie auch immer. Oh mein Gott. Oh mein... Jetzt gehen schon die Monster kaputt. Die vertragen das nämlich auch nicht wirklich.
Oh, weg da! Adlerstatue. Passt. Also so ein First Try hätte schon was, ne? Aber das glaubst du auch selbst nicht, ey. Im Leben nicht. So. Ach, du liebes bisschen. Ach, die blöden Plattformen. Die Kamera hat auch keinen Bock, heute mitzuspielen. Okay, irgendwie nach oben geglitscht. Hier muss man unbedingt aufladen, seine Psycho. Weil da sonst versagst du da an dem Sand. Man kennt das ja. Aus Silber. Ich mag dich. Ich mag dich wirklich wieder. Ganz, ganz toll. Puh, das war die Nummer 4. Ey, Leute, das geht voll gut ab jetzt. Okay, wer kam als nächstes? War das Rouge? Bei Wave Ocean? Kann sein. Oh Gott. Aber dann haben wir es. Ich finde es richtig toll, dass man nochmal mit jedem Charakter spielt. So ähnlich war es ja bei Sonic Heroes. Nur, dass es halt da den Endbosskampf betroffen hat, also Metal Madness. Um genau zu sein. Wo muss Rouge genau hin, wenn man so fragen darf? Keine wirklichen Angaben. Das sieht schon mal ziemlich verkehrt aus, wo ich hier lang düse. Ja, so Richtung Festland. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Was zum Teufel? Ja, das habe ich verdient. Ich habe einfach alles falsch gemacht, habe ich verdient, ja. Da geht's nicht lang. Und da sind überall Kugeln. Darüber zu schweben wäre Selbstmord, aber... Genau, das versuchen wir jetzt. Ich von hier. Oh, das ist so eine Adlerstatue. Oh mein Gott. Dankeschön. Darüber? Oh, Hilfe. Das ist sowas von knapp. Wenn die genauso schweben würden wie in Sonic Adventure 2 Battle, also Knuckles und Rouge, dann wüsste ich ganz genau, wie die abzutimen sind, sag ich mal. Aber es ist ja quasi neu. Und man hat in diesem Abenteuer nicht so oft mit Knuckles und Shadow gespielt. Knuckles und Rouge. Ach, ich habe Kopfschmerzen. Aber das war jetzt die Nummer 5. 5 Chaos Emeralds haben wir und es läuft sowas von glatt. Jetzt kommt Amy und dann kommt Shadow. Amy war bei... Oh, das weiß ich gar nicht. Shadow war bei hier... Oh, weiter Acropolis. Na, Shadow war in... Wie heißt es? Ne, ihr wisst schon. Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Komm, verschwinde. Stirb. Wie hieß denn die Welt? Wow! Oh, da unten ist... Das müssen wir kaputt machen? Nee, das müssen wir... Aha! Jetzt haben wir, dass wir da hochspringen können. Ja, das ist halt Amy. Gott, ausgerechnet mit der schwachen Zicke. Ja, ich find's aber echt cool. Aber auch die Ringe gehen da rein sofort. Magnetisch angezogen. Ich fand's cool mit den Zwischensequenzen, wie jeder auf Sonics Tod reagieren würde. War echt stimmungsvoll gemacht, auch mit den Soundtracks und so. Also wenn irgendwo was gelungen war, dann die Atmosphäre in der Final Story bislang. Auch hier diese beklemmende Atmo. Sammelt schnell Ringe ein. Da ist eine Adler. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Soleana, Power! Krass. Und wie Silver vor allen Dingen gesagt hat, also Silver war ja diejenige, der gesagt hat, komm, das schaffen wir irgendwie. Fand ich schon auch beeindruckend. Also hat nun mal alle Charakter unterstrichen, ich finde. Die Charakterzüge auch. Knuckles quasi mit dem Kopf durch die Wand. Komm, machen wir jetzt. Und Eggman. Ja, was eigentlich mit Eggman? Hilft er nicht hier Chaos Emeralds suchen? Böser Mob. Immer mittendrin, statt nur dabei. So. Okay, komm, da kommst du jetzt auch durch, Amy. An dir wird's jetzt nicht scheitern, hast du verstanden? Da ist der Chaos Emerald, ich krieg die Krise. Sonic,
Aber bislang alle im First Try? 7 Leben. Ich glaube, ich krieg mich nicht mehr ein. Wir haben's hinbekommen. 6 Chaos Emeralds haben wir schon. In Sonic 1 wären das alle gewesen. Da gab's nämlich nur 6 Chaos Emeralds. End of the World. Wow. Da ziehe ich glatt meine Augenbrauen nach oben. Okay, Shadow. Dann darf's an dir auch nicht hängen. Auf! So, muss ich da lang? Die Kamera sagt mir ja. Aber der Verstand sagt nein. Autsch, autsch, autsch. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal... War eine Ringe? Sehr gut. Oh, danke schön. Komm, schnapp den letzten Chaos Emerald, dann haben wir es geschafft, Shadow. Ach so, du bist kein Silber. Ich wollte eben so schweben, ne? Sag mal, Shadow war... Oh Gott. War überhaupt nicht hier, kann das sein? In Kingdom Valley? Ja, toll. Toll. Toll, toll, toll. Ich hätte fast die gesamte Stage im First Try geschafft, ne? War Shadow überhaupt hier in Kingdom Valley? Ja doch, natürlich. Der ist da so blöd geflogen und alles. Mit seinem Gleiter. Weil ich habe die... Vor allen Dingen mit Sonic und Silver in Erinnerung. Ich gehe jetzt gerade einen ganz anderen Weg als vorher. Komischerweise. Oh Gott. Der Yugi! Das war ja klar. Selbst beim Weltuntergang können wir uns noch auf den Bundesadler verlassen. Wo bringt er uns hin? Okay. Also blöd gefragt. Ist es nicht der richtige Weg oder was? Mehrere Wege. Okay, noch ein One-Up. Soll mir recht sein. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Noch ein One-Up. Geil. Damit haben wir jetzt schon mal sehr viele One-Ups. Also Shadow, wenn das hier noch schief geht, dann machst du definitiv was falsch. Da kommt mal, da ist der Yugi. Und da ist der Weltuntergang. Scheiße. Das ist halt wirklich sauschwer. Wie ich die ersten 6 Stationen unbeschadet überlebt habe, frage ich mich selbst. Aber es war der Fall. Jetzt müssen wir das auch hinkriegen. Sonst darf ich ja an mir zweifeln, ey, aber ohne Witz. Yugi! Wer sich jetzt wundert, ich habe den so genannt, weil das ist ein Adler, der Bundesadler. DFB, ihr wisst schon. Alter. Ich habe für einen Moment auch gezögert, ob Shadow das überhaupt kann, diese Technik da, sich in den Ringen lang zu glitschen, aber ey, ist Shadow. Shadow's a Hedgehog. Der hier als letztes rummacht. Wenn diese... Ja, Spitzenklasse. Ihr habt die geilsten Positionen rausgesucht. Echt? So, danke. Ja, warte mal. Gott. Und jetzt? Ja, toll. Die silberne Münze interessiert mich nicht, die Bohne. Um ehrlich zu sein, da waren noch Ringe, also es gibt definitiv mehrere Wege. Passt bloß auf da. Wenn du jetzt den Turbostreifen nimmst, rast du direkt da rein. Wie soll ich denn da vorbeikommen, Schätzelein? So zum Beispiel. Geil. Jetzt reicht's aber auch, ne? Vielleicht gehe ich doch lieber oben lang. Wo ist denn dieser beknackte Chaos Emerald? Der letzte. Vor allem hier gibt's keine Checkpoints, ne? Ich muss alles nochmal machen, wenn jetzt irgendwas schief gehen sollte. Oh mein Gott. Da war so eine Kugel, ich war mir doch... Okay, wir haben es geschafft, Leute. Und Shadow lässt sich feiern, obwohl es alle gemeinsam gemacht haben. Krass, krass, krass. Puh, also wie es jetzt weitergeht. Ey, das war echt anstrengend. Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Muss ich mal so sagen. Was für einen Rang kriegen wir? Wie immer. Alles klar. Da gibt es jetzt wohl Zwischensequenz Action bis zum Abwinken. Okay, Freunde. Bis gleich.
O Chaos Emeralds, Gems of Miracles, please heed my call. I wish to save this world. I wish to cleanse my father's sin. And I wish to talk to Sonic once again. You have given me so many things. Now it is my time to return the favor. I care not what happens to me, but please heed my voice. Sonic, come back. To me. To us. Thank you.